Hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Kurzvideo über eine kleine Montage. Ab jetzt werden sich meine Blogartikel ein bisschen ändern. Wir haben das ganze System ein wenig umgestellt und es wird jetzt zu jedem Blogartikel ein Video geben, in dem ich nochmal kurz zusammenfasse, was wir erlebt haben, was wir getan haben und ja, was vielleicht ein bisschen die Besonderheiten waren. Ich freue mich total, dass du hier bist. Mein Name ist Nancy Nielsen, Chefin von Wandschutz Nielsen. Und schon seit 25 Jahren habe ich Wandschutz im Blut quasi. Also so lange beschäftige ich mich schon mit Wandschutz, ist Wandschutz meine absolute Leidenschaft. Und deswegen glaube ich, kann ich dir ganz viel über Wandschutz erzählen. Und wenn du noch gar nichts gehört hast von diesem Thema Wandschutz und dich jetzt fragst, meine Güte, was ist das bitte? Dann schau doch einfach mal auf meine Facebook-Seite Wandschutz Nielsen. Oder auf meine Shopseite wandschutz-nielsen-shop.de. Und ja, und habe einfach einen Eindruck, was Wandschutz alles sein kann. Aber ich werde natürlich jetzt auch hier im Video ein bisschen was erzählen. Heute noch vor meiner weißen Wand im Hintergrund, weil diese Wand, das ist jetzt meine neue Videowand, ich habe endlich einen ordentlichen Platz, weshalb wir diesen Prozess mit dem Blogartikel noch ein bisschen umstellen können. Ich habe jetzt endlich eine ordentliche Wand, vor der ich auch gute Videos drehen kann, mit guter Beleuchtung. Aber die soll natürlich nicht weiß bleiben, da kommt natürlich Wandschutz dran. Und zwar richtig schön gestaltet mit Dreiecken, also ein grafisches Muster in Grau und Weiß und Gelb. Und ich freue mich schon sehr darauf, aber es dauert noch einen Moment, wir sind noch über den Vorbereitungen. Und deshalb, ja, ist die Wand noch weiß, aber heute das allererste Video, lieber eine weiße Wand als gar keine Wand. Und deswegen, ja, ich hoffe, es geht so für dich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn zu meinem neuesten Montageprojekt. Da geht es um eine Toilette, ein kleines Bad, könnte man auch sagen. Dieses Bad befindet sich in einem circa 100 Jahre alten Bauernhaus. Also man kann natürlich nicht mit geraden Wänden rechnen und es ist auch ein Stützbalken, also ähnlich Fachwerk, ein Fachwerkbalken mit vorhanden gewesen in diesem Raum. Es gab diverse Ausschnitte zu machen. Also es war im Grunde genommen in diesem Raum nichts im Lot. Du kannst es auch dir im Blogartikel, kannst du dir noch mal ein paar Bilder dazu anschauen, beziehungsweise werden wir hier auch ein paar Bilder noch mit einblenden. Also wie du jetzt auf den Bildern gesehen hast, es war eine Herausforderung, nicht so einfach diesen Raum zu verkleiden. Aber wir haben das geschafft und wir haben das auch von der Sockelleiste bis zur Decke gemacht, weil das am besten eigentlich aussieht in diesen kleinen Räumen, wenn man nicht so viele Farbsprünge hat. Also eine vollflächige Verkleidung ist immer besser als zu viele Farben in kleinen Räumen, denn das überlastet den Raum. So wirkt der Raum viel größer. Ja? Wandschutz dient in diesem Fall dem Schutz der Wand, aber natürlich auch, dass die Wand leicht zu reinigen ist. Der Bauherr hat sich in diesem Fall das Verputzen gespart, hat sich das Anbringen von Fliesen gespart. Das ist zum einen natürlich eine Kostenersparnis, aber die Montage von Wandschutzplatten ist auch einfach viel leichter. Wenn du nicht gerade Fliesenleger bist oder handwerklich enorm begabt, dann kannst du mit Wandschutzplatten ganz viele Probleme lösen ohne großen Aufwand. Sie lassen sich leicht zuschneiden, leicht bearbeiten, ja, und auch natürlich leicht verlegen. Und wenn du jetzt ein Projekt im Kopf hast, dann melde dich doch einfach bei mir, schreib mir eine E-Mail oder über Facebook eine persönliche Nachricht, wie du möchtest, oder ja, ruf uns an. Und dann helfen wir dir mit deinem Projekt gern weiter.
ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen Appetit machen auf dieses Projekt und ja, vielleicht sehen wir uns. Bis bald!